For English, Spanish, Japanese, Chinese, Russian subtitles, activate the subtitle button, please. Hallo, liebe Reptil-TV-Gemeinde, zur Folge 85 von Reptil-TV. Unser Thema heute ist Terrarianer-Expeditionen. Ne? Ihr kennt es alle, man geht irgendwo hin und möchte irgend so hübsche Tiere auch mal in der Natur sehen. Hier mein Intro-Tierchen als ganz gutes Beispiel. Eine Gartenboa Corallus hortulanus aus Mittel-Südamerika. Kann man dort wirklich finden, wenn man gut ist. Aus dem Grund passt sie heute ganz gut, aber auch, weil es eigentlich echt wunderschöne Tiere sind. Ne? Gibt es in Gelb, gibt es in Orange. Rot, haben wirklich hammermäßige Farben, sind in der Terraristik nicht so extrem populär, hat ein bisschen mit dem leicht stinkigen Charakter zu tun. Also man sieht es auch hier, die, wenn ich der jetzt ein bisschen zu nahe komme, dann wird es mir vermutlich strafen. Also das ist wirklich ein Terrarientier zum Anschauen. Das ist jetzt kein Kuscheltier oder sowas. Die lässt man am besten auf ihrem Stängchen sitzen und freut sich des Anblicks. Aber es sind wirklich wunderschöne Tiere. Ne? Deswegen heute mein Intro-Tierchen wollte ich euch mal zeigen. So einen hübschen Corallus hortulanus hier. Ich denke, uns geht es allen gleich. Wir sind mit Herzblut Terrarianer, wir sind Reptilien begeistert und glücklicherweise können wir uns vielleicht auch einmal im Jahr einen Urlaub leisten. Wir fliegen irgendwo hin, am besten irgendein tropisches Land, und da wird es euch so gehen wie mir. Klar geht man auf Reptiliensuche, man will die Tiere in ihrem Lebensraum mal sehen, man will sie fotografieren oder man will sie filmen. Die Betonung liegt wirklich auf Fotografieren und Filmen. Was wir nicht wollen, ist irgendwelche Tiere dort fangen oder womöglich noch mit heimnehmen oder gar womöglich noch schmuggeln. Das ist genau das, was wir hier nicht erklären wollen. Aber wir wollen erklären, wie man dort Tiere finden kann, die man dann fotografieren kann und einfach selber was dazulernen kann oder tolle Fotos machen kann. Das ist Sinn und Zweck der heutigen Folge. Die Vorbereitung ist das A und O. Ein oberwichtiger Punkt sind die Impfungen. Ihr besitzt ein Impfbuch, ihr habt einen Hausarzt, geht zu dem Hausarzt, sagt, in welches Land ihr geht, lasst die Impfungen überprüfen. Gerade in den tropischen Ländern ist Gelbfieber eine wichtige Impfung, die man standardmäßig als normaler Deutscher so nicht hat. Kann in einigen Ländern wichtig sein. In einigen, gerade afrikanischen Ländern, zum Beispiel Ghana, ist sogar vorgeschrieben. Ohne Gelbfieberimpfung kommt ihr gar nicht nach Ghana rein. Ja? Also lasst es durchchecken, eure Impfungen. Zweiter wichtiger Punkt in der Richtung, nehmt euch durchfallmäßig was mit. Ne? Irgend so ein, meine Erfahrung sind so diese Ibuprofen-Präparate. Wenn man wirklich einen ernsthaften Durchfall hat, helfen die eigentlich schnell und gut. Das sind so die allgemeinen medizinischen Sachen, die ich euch raten würde. Euer Hausarzt wird euch für die meisten tropischen Länder auch eine Malaria-Prophylaxe empfehlen. Das ist jetzt ein bisschen strittiger Punkt. Also ich persönlich, das wisst ihr, ich bin viel unterwegs, bin viel in den tropischen Ländern, bin vielleicht 2-3 Mal im Jahr in Afrika, Südamerika und so weiter. Ich müsste das ganze Jahr eine Malaria-Prophylaxe zu mir nehmen. Diese chininbasierenden Malaria-Prophylaxen haben ganz schöne Nebenwirkungen, verträgt man gar nicht so gut. Und ich glaube, es wäre nicht besonders gesund, wenn man sich dies ganze Jahr reinhaut. Ich habe seit rund 20 Jahren eine tolle Alternative dafür gefunden. Das seht ihr hier ein wenig auf dem Tisch aufgebaut. Es gibt eine Pflanze, die heißt Artemisia annua. Das ist so ein, ich weiß gar nicht, wie man auf Deutsch dazu sagt, irgend so ein Kraut oder ein Heilkraut halt. Daraus kann man einen Tee herstellen, den ihr hier seht. Diese Pflanze wird, also ich habe vor circa 20 Jahren war ich auf einem Vortrag, den hat ein Apotheker gegeben und hat diese Pflanze als tolle Alternative gegen Malaria angepriesen. Es gibt einen Verein in Deutschland bzw. weltweit agierenden Verein, der propagiert eben, dieses Mittel zu verwenden gegen Malaria. Es hat eine
perfekte Wirkung. Es hat keine Nebenwirkungen, es gibt keine Resistenzen wie bei den ganzen Chininprodukten. Da gibt es ja das Resurin, Lariam, Paludrin, wie es so alles heißt. Hatte ich ganz früh auch mal geschluckt. Dazu ist das eine tolle Alternative. Man kann das Ganze selber anbauen. Hier seht ihr so einen Mini-Zuchtansatz. Wenn er ganz genau hinguckt, sieht man so kleine grüne Pflänzchen. Eigentlich wollten wir das heute ein bisschen größer zeigen. Ich habe es leider erst vor 2 Wochen angesetzt, deswegen sind die noch entsprechend klein. Ich kann hier noch keinen riesen Busch vorweisen, aber man kann es selber anpflanzen. Hier gibt es so Samen, die man sich besorgen kann. Die kann man eben auch bei diesem Verein Anamed in Deutschland besorgen, diese Samen. Man kann sich den fertigen Tee besorgen und dann ist es ein tolles Mittel, das man als Malaria mitnehmen kann. Das Ganze wirkt nicht prophylaktisch, also man nimmt es nicht im Vorfeld oder man nimmt es nicht prophylaktisch jeden Tag, sondern man nimmt es wirklich erst, wenn man irgendwelche Symptome merkt. Symptome heißt schlechte, fiebrige Nacht zum Beispiel oder sowas, dann kommt das Mittel zum Einsatz. Wie gesagt, ich selber macht es so seit 20 Jahren. Ich habe sehr gute Erfahrungen. Ich hatte auch schon jede Menge Moskitostiche. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich mir sicherlich den Erreger auch schon eingefangen habe und den aber damit ganz gut in den Griff gekriegt habe. Was das hier natürlich nicht sein soll, es soll keine Werbesendung sein dafür, beziehungsweise ich will auch nicht dafür aufrufen, zu sagen, nehmt nur das. Natürlich, wenn ihr, also Malaria ist absolut ernstzunehmende Krankheit, wenn ihr Symptome habt, geht zum Arzt, lasst euch behandeln. Wie gesagt, ich persönlich kann nur meine Erfahrung teilen, dass eine Prophylaxe auch diese klassische Prophylaxe mit Chininprodukten nicht unbedingt der goldene Weg ist. Ich kann euch sagen, wie es ich immer gemacht habe. Und als Highlight 2015 wurde die also eine chinesische Forscherin, Yu Yu Tu heißt die, die hat vor fast 50 Jahren entdeckt, dass diese Pflanze wirklich so toll wirkt gegen Malaria. Darauf basiert die ganze Geschichte, sage ich mal, die ich euch jetzt hier erzählt habe. Und tollerweise hat diese Yu Yu Tu auch dieses Jahr, also 2015, den Medizinnobelpreis für diese Entdeckung bekommen. Die letzten Jahre, wenn ich es den Leuten als erzählt habe, da habe ich immer gemerkt, die haben sich gedacht, der Brockhammer, der trinkt irgendwelche Tees gegen Malaria, der hat es ja nicht alle. Ich denke mir, durch den Medizin-Nobelpreis habe ich es ein bisschen leichter, wenn ich hier meine Methode erzähle, dass die halt doch nicht ganz an den Haaren herbeigezogen ist und nicht einfach irgendein Voodoo-Zauber ist, sondern dass das wirklich basiert auf einer wirklich guten Sache. Dann kommen wir zu der Ausrüstung, die ihr dabei haben könnt oder solltet. Es macht immer Sinn, irgendwie sowas Schlangenhaken-ähnliches dabei zu haben oder Pinzette. Tendenziell vielleicht irgendwelche Sachen, die gut ins Gepäck passen, die also so ausziehbar oder klappbar sind wie der Haken hier. Ist gut, wenn man sowas dabei hat. Schade, dass es diese Filmaufnahmen immer gibt. Ich war mal vor knapp 20 Jahren waren wir in Bolivien, da in den Sümpfen haben wir Krokodile und Anacondas haben wir gefangen, genau. Und ich war der Kameramann, also ich hatte aus der Kamera gar nichts dabei, außer der Kamera. Da waren lauter Krokodile, dann kommt so ein Krokodil auf mich hergeschwommen, zu mir hergeschwommen. Und ich stehe hier mit meiner Kamera und habe mir überlegt, wie ich jetzt das Krokodil mit der Kamera abwehr. Da hätte ich mir gewünscht, ich hätte irgend sowas dabei gehabt. Deswegen glaube ich, ist es ein bisschen Grundausstattung, dass man in der Art was dabei hat, wenn man Schlangen sucht, auch zum Steine umdrehen, in irgendwelche Löcher vielleicht wegen rumgucken oder sowas. Überlegt euch, was euch gut liegt, was ihr mitnehmen wollt. Wie gesagt, wir wollen die Tiere finden, gegebenenfalls kurzzeitig fangen und dann kommt eben die Kamera zum Einsatz. Natürlich Speicherkarten nicht vergessen, vorher gucken, wie die Kamera auch funktioniert. Es ist blöd. Oder meistens genau in der Aufregung, wenn man das Tier sieht, jetzt hat man es endlich, dann geht's los, oh, ist sie an, ist sie aus und so weiter. Also da müsst ihr wirklich firm drin sein im Umgang und dann gibt es auch gute Bilder oder gute Filmaufnahmen. Die beste Vorbereitung in Material und drumherum hilft natürlich nichts, wenn wir dann dort sind und kein Tier finden. Da müsst ihr oder könnt ihr euch auch im Vorfeld schon mal überlegen, wie
wie kann ich was finden? Ne? Kann ich vielleicht im Vorfeld schon mal googeln? Gibt es irgendwelche Reptilienexporteure, die ich kontaktieren kann? Die können euch natürlich sicher helfen, wo man was findet, ne? Auch in der Natur was findet. Gibt es irgendwelche Terrarianer dort? Gibt es befreundete Terrarianer, die vielleicht in dem Gebiet schon mal waren? Ne? Also bitte nicht alle mir jetzt eine E-Mail schreiben, Stefan, was finde ich in Dedede? Dürft ihr natürlich auch gern. Aber ihr wisst die Länder, in denen ich schon war, da kann ich euch sicherlich weiterhelfen. Aber es gibt auch viele Länder, in denen ich noch nicht war. Aber so könnt ihr überlegen, kennt ihr jemanden, der dort war, der euch Tipps geben kann, wo ich was finden kann? Das ist wirklich ein wichtiger Schritt. Man kann nicht in ein Land reinkommen und einfach irgendwo in den Wald laufen und denken, man findet was. Überlegt es euch in Deutschland, da würde es auch nicht funktionieren, da würdet ihr auf gut Glück wahrscheinlich auch nichts finden. Und so ist es in fast allen tropischen Ländern, ne? Auf gut Glück in den Wald laufen. Macht auch Spaß, ist auch spannend, aber ihr werdet höchstwahrscheinlich nichts finden. Gehen wir mal davon aus, ihr habt keinen erfahrenen Einheimischen, der euch an die Hand nimmt und sagt, guck, da ist das, 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 sondern ihr kommt ohne Hilfe dorthin. Meine Vorgehensweise oder meine Tricks in Anführungsstrich, die ich also habe, ich versuche mit möglichst vielen Leuten darüber zu reden. Also ich stelle mich jetzt auch nicht auf die Straße und sage, ich bin der Stefan, ich suche Reptilien, aber ich probiere schon, die passenden Leute anzusprechen. Passende Leute sind definitiv immer irgendwelche Bauern und Farmer. Passend können auch irgendwelche Kinder sein, die viel draußen rumstreunen, rumstrolchen. Zum Beispiel mit Vogelspinnen habe ich es schon erlebt, ne? Wenn man die Kinder fragt, ja, wo hat es schöne, tolle Spinnen im Baum und so weiter, die wissen das. Eben allgemein die Einheimischen fragen, wenn es natürlich irgendwelche sowas Förster-Vergleichbares oder was in der Art gibt, kann man die fragen, wo kann ich was finden. Das ist eigentlich mal der erste Schritt. Ich muss schon jemand haben, der mir sagt, oh, ich habe da und da das und das schon mal gesehen. Und dann habe ich wirklich einen guten Anhaltspunkt. Noch eine zweite nette Anekdote zu Dingen oder wenn der Schuss nach hinten losgehen kann sozusagen. Vor über 10 Jahren ist mir es in Ghana passiert. Da war ich vermutlich noch jung und attraktiv und vor allem war ich auch weiß. Und da waren zwei junge Damen, die mir irgendwas Nettes tun wollten und die wussten, dass ich eben wegen den Schlangen nach Ghana gehe. Und da haben die sich gedacht, jawohl, dem schenkt man jetzt eine Schlange, einen Königspython. Ne? Und ich sitze am Abend in der Kneipe mit ein paar Kollegen zusammen und die kommen ganz aufgeregt daher. Ja, sie hätten mir was schenken wollen, aber jetzt wäre was Schlimmes passiert. Diese Schlange wäre bei denen abgehauen in der Wohnung und ich muss unbedingt mitkommen und diese Schlange einfangen. Ne? Das Problem dabei war auch, die waren auch nicht da, wo die gewohnt haben, war das jetzt auch nicht gerade die Nobelgegend von Ghana, sondern irgend so eine dunkle Area, wo ich mir nicht ganz sicher war, soll ich jetzt alleine in der Nacht dahin gehen zum Schlangenfangen oder steckt da vielleicht doch was anderes dahinter. Hab dann aber den Türsteher mitgenommen, wollte die ja auch nicht im Stich lassen mit diesem Problem oder ich habe dann doch irgendwo ein gewisses Vertrauen gehabt. Bin mit dem Türsteher von der Kneipe dorthin gegangen, einfach wegen als Security. Hab tatsächlich die Schlange dort gefunden, die war aus dem Sack irgendwie abgehauen. Die waren ganz froh und konnten ihr Geschenk mir doch noch überreichen. Zu dem Geschenk selber könnt ihr euch vorstellen, ich gehe ja nicht nach Afrika, um irgendwelche ausgewachsenen, womöglich wild gefangenen Königspythons dort geschenkt zu kriegen. Also musste ich letztendlich nur gucken, wie ich das Tier auch wieder loswerde. Hätte nicht einmal Papier oder irgendwas dazu gehabt. Aber das ist eine kleine nette Anekdote, wie es mit nett gemeinten Geschenken passieren oder Gesten passieren kann, wenn es ein bisschen missverstanden wird. Toll wäre es, wenn wir jetzt mit einem Riesenbudget hier einmal um die Welt reisen könnten, diverse Orte besuchen könnt, anhand denen euch zeigen könnt, wie man wo was findet. Leider für uns nicht machbar, aber wir haben tolle alte Folgen, in denen wir gute Szenen rausnehmen können, anhand von denen wir das gut erklären können, was man tun sollte, was man nicht tun sollte. Als erstes ein wichtiger Punkt, was ihr tun solltet, fragt um Erlaubnis, wenn ihr irgendwo hingeht. Ihr seht es nachher hier in Folge 66, da haben wir sind wir in Afrika am Suchen, da haben wir nicht den richtigen Chief zumindest gefragt, ob wir dort suchen dürfen und haben da ganz schön Ärger gekriegt, sind mehr oder weniger fast festgesetzt worden für ein paar Stunden. Also egal in welchem Land ihr seid, fragt den Chief, fragt den
Patron oder Duenio oder wie sie immer heißen in welchem Land, ob ihr in dem Gebiet suchen, fotografieren, filmen dürft. Es geht nicht darum, dort Tiere wegzufangen. Allein das Rumlaufen und danach suchen setzt schon voraus, dass ihr um Genehmigung fragt. Jetzt hier bist du in fremdes Gebiet gekommen. Gab es hier kurz ein bisschen eine leichte Diskussion, weil da, wo wir jetzt sind, nicht mehr in der Community von unseren Trappern ist, sondern wir sind in einer anderen Community. Und jetzt müssen wir hier zu dem Chef von der Community und halt nach Erlaubnis fragen, ob wir da, dass wir hier ein wenig rumlaufen dürfen, ein wenig filmen dürfen. So, wir sitzen jetzt hier in dem Haus von dem Chief hier oder in der Versammlungshalle von der Community hier. Hier unser Trapper oder der Mann neben ihm mit dem gelben Hemd, das ist der Chief hier. Und eben, es war jetzt kurz die Diskussion, den Fehler, den wir gemacht haben, es ist ja einfach eine andere Community. Wir haben nicht nach der Erlaubnis gefragt, hier durchzulaufen, zu filmen, Tiere zu suchen. Und am Anfang waren erst alle mächtig böse, jetzt haben sie es uns erklärt, dass die halt einfach, wir sind Fremde, wir können hier nicht einfach durchs Land laufen. Und jetzt entspannt sich die ganze Situation. Es gibt so Wasser zum Trinken, ich darf filmen. Und alles wird gut. Was die ganze Sache unheimlich abkürzen kann, wenn ihr jetzt professionelle Trapper dabei habt, die mehr oder weniger tagtäglich nach den Tieren suchen, die wissen oft schon irgendwelche Spots oder irgendwelche Höhlen, Bauten, wo sie genau wissen, da ist ein Tier drin, ne? Da lebt die Echse drin oder die Schlange. Ne? Dann kann man wirklich gezielt zu der Stelle gehen und ist natürlich viel erfolgsversprechender, wie wenn ich einfach blind querfeld einlaufe. Ne? Also Folge 79 zum Beispiel, diesen Waran baute, wo der Trapper genau wusste, da hat er den Steppenwaran schon ein paar Mal gesehen. In vielen Folgen seht ihr, dass ich irgendwo auf so Art Farmen rumlaufe, ne? Landwirtschaftliche Gebiete. Gerade auch die Schlangen sind Kulturfolger. Ne? Da, wo Landwirtschaft ist, hat es Nagetiere. Wo es Nagetiere hat, hat es Schlangen, die Nagetiere fressen. Ne? Also Folge 78 zum Beispiel, seht ihr auch ganz gut die Felder im Hintergrund und so weiter. Das ist wirklich auch immer eine erfolgsversprechende Gegend, wo ich was finden kann. Folge 74, die San Lucia-Folge, war es eigentlich auch ganz zufällige Begegnung. Ich hatte da zwar so einen Guide, ne, so einen Arturi-Führer oder sowas, mit dem wir rumgefahren sind. Der hat aber wirklich von Reptilien, jetzt will ich bald mal sagen, von Thun und Blasen keine Ahnung gehabt. Ne? Auf dem Weg dorthin haben wir am Straßenrand da einen gesehen, der eben mit Boas da stand und mit den Leuten Fotos mit der Boa machen wollte. Und klar, so einer, der weiß was über die Tiere. Der kauft die ja nicht irgendwo, sondern der weiß, wo er die finden kann. Und so haben wir den dann dazu gewinnen können, mit uns zusammen auf Boasuche und auf Boa-Jagd zu gehen. In Amerika, der Klassiker, ist das sogenannte Street Hunting oder Street Side Hunting. Folge 71 seht ihr es ganz gut. Das läuft so ab, man sitzt einfach ins Auto in der Nacht, sucht sich irgendeine möglichst abgelegene Straße. Nachts sind die Straßen schön warm, der Teer ist warm. Die Reptilien kommen raus, legen sich auf die schön warme Straße. Und wenn man dann mit dem Auto so langsam die Straße entlang fährt, kann man wirklich auch viele Tiere dort entdecken. Es gibt mehr oder weniger gute und schlechte Jahreszeiten, wo man auf Reptilien-Fotojagd gehen kann. So eine extreme Trockenzeit gehört zu den schlechten Jahreszeiten. Dann ist wirklich alles verkrochen, kommt nicht raus, hat keinen Grund zum Rauskommen sozusagen. Würde ich behaupten, ist eher die schlechtere Zeit. So eine Regenzeit oder gar eine Erntezeit ist fast perfekt. Folge 56, Kobrajagd zum Beispiel, mussten wir sogar zweimal drehen, musste ich noch ein zweites Mal nach Afrika. Beim ersten Mal haben wir nichts gefunden, beim zweiten Mal waren wir glücklicher. Da war so Ende der Regenzeit, war Erntezeit. Da sind die Früchte reif, die Früchte, also egal welche Art von Früchten, fallen vom Baum. Die Nagetiere
fressen die Früchte und wo Nagetiere sind, sind ja immer Schlangen. Ne? Das ist eigentlich wirklich die gute Jahreszeit. Oder in der Saboga-Folge, das ist die 47, also die Pearl Island-Folge, zu der ich nachher auch kleiner komme, da war es eigentlich auch ähnlich. Und zu der Jahreszeit sind die Früchte reif, da sind die Boas auf den Bäumen, weil die Vögel kommen und die reifen Früchte fressen wollen. Entsprechend lauert die Boa auf dem Baum und wartet auf die Vögel, ne, bis ein Vogel kommt und die Boa den Vogel fressen kann. So kann man sich versuchen, entweder selber auf so Ideen zu kommen oder die Einheimischen zu fragen, ob sie da irgendwelche Jahreszeiten oder Tricks kennen, wie es funktionieren kann. Was auch interessant ist an der besagten Saboga- oder Pearl Island-Folge, da hatte ich einen Fischer gefragt wegen Reptilien, ne, wie ich da irgendwelche Reptilien finden kann. Ne. Also im ersten Moment denkt man, Fischer, Reptilien, passt irgendwie auch nicht ganz zusammen. Aber so ein Fischer ist natürlich auch mehr oder weniger naturverbundener Mensch. Der wusste dann auf der Nachbarinsel jemand, der sich eben mit den Reptilien auskennt, hat mich auf die Nachbarinsel gebracht, gefahren und ich habe dort den Mann oder den Trapper kennengelernt, der mich eben zu diesen Saboga-Boas geführt hat und wo wir dann auch erfolgreich eine gefunden hatten. Dann haben wir Folge 42, 43, außer die Klassiker auf den Farmen. Ne? Folge 42 war es so, dass der Bauer, der Farmer, der wusste genau, da bei dem Termitenhügel, da ist ein Bau, da hat er schon ein paar Mal eine Schlange liegen sehen, hat uns dahin geführt und wir waren erfolgreich. Ne? Und 43 ist ein bisschen ähnlich, da waren wir auch auf so einem Farmgebiet, wo sie diese Palmen zur Ölgewinnung, ne, diese Oil Palms anbauen und wo die Mambas sich in den Palmen aufgehalten haben. Ne? Also das ist ein total landwirtschaftliches Gebiet, da stehen die Ölpalmen und da oben drin hocken die Mambas und warten auf irgendwelche Nagetiere. Ne? Also das sind schon Gebiete, wo man wirklich am meisten Glück haben kann. Dann noch die Folge 30, die Skorpionjagd in Afrika. Nochmal ein Beispiel für Werkzeug. Ne? Ich kann ohne diese Grabwerkzeuge kann ich natürlich keine Skorpione finden. Jetzt könnt ihr natürlich schlecht aus Deutschland irgendwelche Schaufeln oder womöglich gar Macheten mitnehmen. Ich denke mir, wenn ihr hier den Koffer voll mit Macheten habt, habt ihr im Flieger ein Problem. Das sind allerdings Dinge, die man sich in den Ländern entweder ausleihen kann oder in der Regel für 5 bis 10 Dollar sogar kaufen kann und am Schluss, wenn er es irgendeinem Bauer verschenkt, der freut sich auch drüber. Also nimmt das passende Werkzeug mit. Das Ganze hört sich mehr oder weniger einfach an. Man denkt, komm, ich fahre dahin, ich gehe wegen Filmen oder Fotos machen, was auch immer. Meine Erfahrung ist, es braucht wirklich sehr viel Zeit und es braucht jede Menge Glück. Ich probiere es mir als mehr oder weniger zu veranschaulichen. Wenn jetzt jemand zu mir nach Deutschland kommen würde und sagt, du zeig mir mal ein Eichhörnchen oder zeig mir mal einen Fuchs oder womöglich zeig mir einen Dachs, ne? Also Dachs, chancenlos, denke ich. Fuchs, Eichhörnchen sieht man regelmäßig, zumindest bei uns. Aber wenn jetzt einer kommt und genau an dem Tag eins sehen will, kann man wahrscheinlich relativ sicher sein, dass man keinen sieht. Ne? Man braucht einfach so und so viel Tage dafür oder so und so viel Glück, dass man es wirklich sieht. Ne? So probiere ich mir das als zu veranschaulichen, dass ich auch verstehe, wieso habe ich denn ausgerechnet heute nichts gefunden, obwohl es hier massig Eichhörnchen in Anführungsstrich hat. Ne? Das nur als, um euch ein klein bisschen, nicht die Euphorie zu nehmen, aber ein klein bisschen vorzuwarnen. Zu guter Letzt wollte ich euch unseren schönen, schmucken 2016er Katalog zeigen. Falls ihr nicht schon habt, dürft ihr gern bei uns anfordern. Im Onlineshop einfach eure Adresse an uns mailen. Deutschlandweit, portofrei, kostenfrei, schicken wir euch den gerne zu. Beziehungsweise, wenn ihr im Onlineshop was bestellt, dann legen wir natürlich auch gratis bei. Ansonsten bleibt mir treu, checkt meine Balls, checkt unsere Kataloge und checkt natürlich die ganzen alten Expeditionsfolgen. Und 85 haben wir gesagt, gell? Ja. Also, kann ich loslegen, oder? Ja, bitteschön. Könntet ihr euch bitte nochmal bewegen da vorne, dass ihr euch anguckt? Hey, Schatzi, Schnucki, psst, psst, psst.
guck mal, hier ist echt was los. Hier. Das geht aber, das geht echt. Guck dir das an, wie die, ja, du, hä, wie die aufmerksam hier ist, oder? Ist was los. Die hat aber lange als meinst, die reicht bis hierher. Ja, fast, Ebbe, sie reicht definitiv bis zu mir. Ja, ja. Warte noch kurz, Stefan, ja. Genau. Das wobei sie. Man kann leider nicht. Das ist alles so ein Dreck. Und, na gut. Bringen wir sie weg, oder? Wir müssen nur näher ran, Stefan. Ja, genau. Ich bin irgendwie nervös heute. Aber wenn ich so aussehe, ich bin kein Arzt. Dr. Stefan Brockhammer, der Arzt, dem die Frauen vertrauen. Zwei weitläufige, bekannte Mädels auch noch. Das kann ja niemand erzählen. Stefan, Frauengeschichte Teil 3. Teil 3, die erste. Dritter Versuch, das irgendwie normal auszudrücken. Dann waren zwei junge Mädels, die ich weitläufig, sage ich, oder die weitläufig kannte. Das hört sich so bekloppt an, weißt du? Alle alten Expeditionsfolgen. Das war jetzt der zweite Teil, war ein großer Misch. Das machen wir jetzt nochmal. Wenn der zweite Teil auch, ja, der war einfach anders. Ich finde das nicht so wirklich motivierend, wie du das ausdrückst. Und halt immer der Schnaufer. So, kriegt er kostenlos zugeschickt. Check mal Boss. Jetzt habt ihr mich so zutextet. Jetzt so geht's meine Kinder als. Verstehst du? Jetzt kann ich's mal nachvollziehen, weil dann irgendwann da stellst du ab. Unseren Katalog und check die alten Outtake-Folgen. Die alten Outtake-Folgen. Check natürlich die ganzen alten Expeditionsfolgen. Jetzt habe ich es nur nicht aufgehört, jetzt müssen wir es nochmal machen. Also haben wir gelacht.